Hallo Trainer, hör mal, wenn du ohne einen einzigen Orden daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt mal, wo die Arena hier zu finden ist. Na, zeig mir das. Dann trotz ich dem hinterher. Oha, wen haben wir denn hier? Oh, da wartet ja schon jemand. Herr Rums. Was, wie? Oh, du bist es, Zergi. Hat es mal wieder langsam angehen lassen, wie? Ich dachte schon, du kämst gar nicht mehr. Das hat sich der Arena-Leiter wohl auch gedacht, denn der ist schon lange wieder weg. Er meinte aber, er wolle zur, zur Erzwingenmine. Ich habe meinen Orden ja bereits, daher ist das mir ziemlich egal. Okay, auf zur Erzlingemine. Guck mal, Arena von Erzlingen. Arena netter Weit. Nennt mich Weit, den Fels. Okay, Stadterkunde tun wir dann danach. Erstmal das Pokémon-Set aufsuchen. Und dann suchen wir den Weit. Weit kann er ja nicht sein. Flachwitz des Tages. Hier in der Nähe erhebt sich ein gewaltiger Berg gegen Himmel, der Sinn nun gewissermaßen zweiteilt. Jeder ist stolz auf die Mine. Während wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie weiter bis unter das Meer. Ich finde das einfach faszinierend. Los, Machono, häng dich rein! Schlag die Felsen ganz klein! Aha. Wen haben wir hier? Ein Bergarbeiter. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das freut mich wirklich. Ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen, um den eigenen Horizont zu erweitern. Alles klar, Kumpel? Ein Krone-Kumpel. Ein Originaler. Okay, aber Mach Hallo. Das hier ist harte, schwere Arbeit, keine Frage. Aber zusammen mit Pokémon zu arbeiten, gibt mir Energie und treibt mich an. Hier ein kleines Geschenk für dich. Super Tank erhalten. Wenn ich mich gesund und munter fühle, habe ich ein breites Grinsen im Gesicht. Es macht mich glücklich. Okay, da haben wir noch so einen Kumpel. Vorbei in den Baggern. Diesen Hügel aus schmutzigem Sand hier nennt man Abraumhalde. Dieser Abfallprodukt entsteht, wenn man Schächte für den Kohlebau gräbt. Falls es dich interessiert, hätte ich da noch mehr unnützes Wissen für dich. Unnütz auf jeden Fall. Kohle wird ja jetzt hier, ist ja bald. Ist jetzt outdated, das ist jetzt und wird bald nicht mehr. In Huen kennt man die Abraumhalde aus irgendeinem Grund unter dem Namen Schutzhalde. Das gehört bald der Vergangenheit an. Zum Glück. Erzlingenmine, Vorsicht, Pokémon bei der Arbeit. Okay, Item. Findest eine Kapsel X-Verteidigung. Was auch immer. Wen haben wir hier? Einen weiteren Kohlepumpe und ein Mädchen. Die wahren Pokémon, die wir Steine aussehen, haben, bin ich vielleicht erschrocken. Das waren Pokémon, die wir Steine aussehen. Alle Minenarbeiter haben ihr eigenes Pokémon mit dabei. Es könnte gut sein, dass du einen Kampf herausfordern wirst. Also Obacht, haha. Wenn wir bestimmt auf kleine Steine treffen. Oder etwa nicht. So, hier lang. Nein.
dort lang. In diesem Macholo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind sie meine besten Freunde geworden. Ich kann mich voll auf sie verlassen. Macholo. 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 Ich verrate dir etwas. Ich habe ein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Und kämpfe jetzt gegen dich hier auf Arbeit. Arbeiter Neopold fordert dich heraus. Jetzt mach Holo ein. Ich hab doch nur das eine, oder? Los, Mary. Frisch aufgeladen. Brauchst du gar nicht mehr Ladevorgang machen. Bist schon aufgeladen. Okay, ist effektiv. Okay, Mary können wir gebrauchen in der Arena. Sehr schön. Und effektiv ist nicht sehr effektiv, aber ja, naja. Wahrscheinlich werden wir auf unser Starter setzen müssen. Ach du Scheiße. Ja, gut. Flug ist sehr effektiv. Das sieht man ja. Okay, einwechseln. Flügelschlag ist auf jeden Fall sehr effektiv. Das ist gut, dass wir das gekriegt haben. Sehr wichtig, dass wir das vor der Arena kriegen. Die Attacke werden wir brauchen. Die wird Gold wert sein. Und auch unser Starter wird ein bisschen was machen können. Ich denke, Mary erstmal. Naja. Für den Ohren eher nicht so. Müssten wir vielleicht eine. Du willst 648 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Minenarbeiter, den Kohlekumpel hervor. Du findest einen Trank. Verstaust den Trank. Ein wildes Pokémon greift an. Ein Kleinstein. Kleinsteinwild erscheint. Los, Kerikus. So, wie wär's mit Flügelschlag? Wir können auch fliehen, aber was soll es? Ja, wir fliehen lieber. Der ist mir zu hart. Okay, mal schauen, wie wir uns in die Arena schlagen. Vielleicht war ich doch zu vorlaut mit dem. Wir müssen nicht schwitzen. Mal schauen. Hey, dann sieh dir das mal an. Mit der VM-Attacke Zertrümmer kannst du Felsen wie diesen in Windeseil aus dem Weg räumen. Bums. Hier fallen öfter mal Steine herunter und blockieren den Weg, wenn man sie nicht zertrümmert. Geht's nicht weiter. Das hat mir Kinder gesagt, deswegen trage ich keinen Helm hier unten. Na, sehr toll. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, hast du das auch. Dafür musst du allerdings erstmal den Arenaleiter besiegen. Der bin ich. Haut das schnell ab, damit ich ihn nicht hier besiege. Was? Das war nicht das Macholo. Das war ein Kleinstein. Kleinsteinwild erscheint. Gut, Hals- und Beinbruch für die Arena gleich. Die Kleinstelle ist nämlich nicht effektiv. Na gut, tragen wir einen Stellenkampf während meiner Pause aus. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Und Wolfram setzt Kleinstein ein. Ein Arbeiter. Arbeiter Wolfram. Los, Ikrikus. Nicht effektiv, nicht effektiv, nicht effektiv. Oh shit. Also gegen Kleinstein erstmal vermutlich meinen Glumanda einsetzen. Und gegen Macholo, der glaube ich eher Typ Kampf ist, und den kriegen dann, da kann ihr Kirikus dann kommen. Ich glaube Kleinstein war auf jeden Fall ein Teammitglied im Kampf. Ich glaube sogar das erste. Wenn ich mich nicht irre.
Die sollten aber wahrscheinlich mal mit dem Gemander gewappnet sein. Das ist, glaube ich, definitiv effektiver. Im Kampf. In der Arena. Na komm, mach's alle. Ein bisschen Training für die Flügel. Flügelschlag. Kein Karate. Ja, Steinpolitur würde dir nicht viel helfen. Sehr schön, Kleinstein liegt. Ich guck mal kurz Modi. Da steht auch nichts mit effektiv dran. Oh, nix. Mach weiter Flügelschlag. Das bringt nicht viel gegen den Stein. Da brauchen wir unseren Starter Pokémon. Okay, ich würde die mal wechseln. Das ist, glaube ich, das Klügste, um Modi dann einzusetzen. Kann ich eingesetzt werden? Ach, verdammt. Wegen dieser Attacke, die jetzt hier. Und dann machen wir es halt zu Ende. Schlagen wir ihn zu Tode. Den Flügel. Auch wenn das ein bisschen dauern wird jetzt hier. Na, das ist Mist. Das zieht das Ganze natürlich in die Länge. Hoch zu Keep. Das bringt auch nicht sonderlich viel. Oha. Kirikus wurde besiegt. So, jetzt kann ich. Los, Modi. Einwechseln. Jetzt sagst du mal wieder Blut. Das ist doch schon viel effektiver. Und gibt Verbrennung. Das ist doch sehr schön. Auf den müssen wir setzen im Kampf. Auf den Modi. Na komm, wo ist Modi? Flinke Klaue. Und Blut. Und da haben wir es. Den Arbeiter besiegt. Modi Level 12. Keine Erfahrungspunkte für die anderen. Steigerungshieb. Oha, ja, die werden wir auch brauchen. Dann würde ich mal sagen, erstmal Silberblick. Silberblick vergessen. 1, 2 und schwupp. Und der Silberblick vergessen und Steigerungshieb erlernt. Wolfram besiegt. Haha, ich gebe auf. Du gewinnst 560 Pokémon, dann ist die Kraft aus dem Kampf gegen Arbeiter Wolfram. Coole Kumpel Wolfram, hervor. Ein Item. Du findest ein Fluchtseil. Verschaust das Fluchtseil in der Itemstasche. Das werde ich hier natürlich nicht benutzen. Wir finden den Weg auch so hinaus. Kommt vielleicht ein paar Pokémon auf den Weg. Schadet nicht. Ist nicht immer so gewesen. Zuerst mal aber ins Pokémon Center. Haben wir nötig. Dann würde ich, glaube ich, erstmal Glumanda die Spitze setzen und dann Starly und Shinux. Starly wird gegen den Kampftyp, also gegen den, wenn Macholo kommt. Ich habe es nicht mal auswendig, was der weit für Pokémon hatte. Aber falls ein Macholo oder ein anderes Kampf, ich denke Macholo, kommt, dann werden auf Ikirikus zurückgreifen. Ansonsten ist Glumanda unser Mann. Ist Modi unser Mann für diesen Kampf. Gut, machen wir direkt mal. Wir speichern kurz mal.
einmal speichern vor der Arena. Wäre nicht schlecht. Und rein in die Arena. Auf geht's. Okay, eine alles bekannte Arena. Und den haben wir hier. Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Da habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der hiesige Arena-Netter setzt Pokémon vom Typ Gestein ein. Aufgepasst, Gesteins-Pokémon hassen Wasser. Gut, dass wir ein Wasser-Pokémon mit haben? Nicht. Außerdem sind sie schwach gegen Attacken vom Typ Pflanze. Gut, dass wir einen Pflanzen-Pokémon mit dabei haben. Nicht. Ja, sie haben schon so ihre Schwächen. Am Kampf wird trotzdem kein Kinderspiel. Man wird nicht Arena-Leiter, wenn man seine Schwächen nicht genug ausgleicht. Sich mit Feuer-Pokémon auf Gesteins-Pokémon zu stürzen, kann ich auch nicht empfehlen. Wir werden es aber versuchen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, die wirklich irgendwie was bringt. Nun, mehr Tipps habe ich nicht für dich. Danke fürs Zuhören. Auf in den Kampf. Ich kann es nicht empfehlen, aber wir werden es trotzdem tun. Los, unser Feuer-Pokémon. Knirps, Janus, setzt einen kleinen Stein ein. Hat bisher auch immer geklappt. In den Malen, wo ich es privat gespielt habe. Wir haben ja nicht effektives Glut, aber wir haben ja zur Not auch noch Steigungshieb. Aber zum Glück bekommen. Können wir mal ausprobieren. Naja. Oh nein, ein Walzer. Traumatische Erinnerungen. Ein Walzer. Was für eine schreckliche Attacke, Walzer. Und gehen eh vom Schärfevoll vom Einleit nochmal in die Couch. In den Dinges. Was mache ich hier? Jo, dann hatte ich einen Wechsel. Habe ich auf Folge gestellt oder was? Müsste ich mal gucken. Ist ja ziemlich dumm. Naja, wir werden den Kampf schon irgendwie schaffen. Ein einfacher Trainerkampf hier. Wir sind geliefert. Wir sind geliefert. Mit den drei Pokémon. Wir müssen uns einen Pflanzen-Pokémon holen. Bevor wir hier antreten können. Was mache ich hier? Warum bin ich im Kampf im Attackenmenü? Los, Mary. Du wärst nicht. Wirkungslos. Ach, ich scheiß mich ein. Tackle. Das ist mir jetzt peinlich. Du hast kein kampfiges Pokémon mehr. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist nicht passiert. Das ist. Das ist. Wenn das jemand. Das erzählt ihr nicht weiter. Wenn das jemand weiter erzählt, das ist. Ich werde es offiziell leugnen. Das habt ihr nicht gesehen. Ich brauche dringend ein Wasser oder ein Pflanzen-Pokémon.
Nicht du, Kleinstein. Bin auch nur übergangsweise, brauche ich jetzt mal einen Pflanzen-Pokémon. Wenn wir es danach, wenn wir es nicht ins Team mit aufnehmen wollen, gleich auf die Box hauen. Einfach nochmal für so für den Kampf jetzt hier. Bevor wir in die Arena gehen, bereiten wir uns ordentlich darauf vor und fangen uns erstmal an. Pflanzen-Pokémon, falls wir eins finden, in Ernst nehmen. Wir waren noch nie in der Arena, das ist. Wir gehen gleich in die Arena, wir gucken uns hier nach Pokémon um. Ja, hier natürlich nur Gesteins-Pokémon, aber. Pflanzen-Pokémon hier irgendwo. Nur Macholus und Kleinsteins. Bringt's was, ein Macholo mit reinzunehmen in den Kampf? Ob wir hier einen Pflanzen-Pokémon finden, das weiß ich jetzt nicht so direkt. Das könnte ein bisschen. Ob das was wird. Komm, nehmen wir ein Macholo mit, oder? Das wollte ich ins Team aufnehmen, früher oder später. Macholo mit ins Team. Das war der Plan. Macht sich gleich kaputt. Das brauchen wir noch. Ja, gegen Macholo, das ist das von dem Kampf, das ist. Das würden wir schaffen. Am Kleinstein, da sind wir. Das wird der Arena nicht auch haben. Los, Macholo. Macholo gefangen. Wie nennen wir dich? Ja, Erfahrungspunkt erhalten. Level-Aufstieg für Marie, das ist gut. Da müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen trainieren, bevor wir reingehen. Für Machono wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es stemmt Giorok, um sämtliche Muskeln seines Körpers zu stehlen. Außerdem übt es in jeder Art von Kampfsport. Spitznamen geben, natürlich. Wie nennen wir den? Lass mich eine Sekunde überlegen. Auch bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher bin, ob der noch lebt, ob es den noch gibt, ob der noch da ist. Lange nicht mehr mit dem aufgenommen. Eigentlich ist er noch. Eigentlich ist er noch Mitglied im 4-5 Discord, aber hat sich lange nicht mehr blicken lassen. Takiro, ich möchte ihn einfach mal Takiro nennen. Eigentlich ein Mitglied des 4-5 Discord. Wir haben seit. Wahrscheinlich, das ist der. Ich habe den versucht anzuschreiben, mehrfach, das ist. Den gibt's nicht mehr. Habe ich auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Takiro wurde in dein Team aufgenommen. Damit mal für zum Pokémon Center. Oh, hier müssen wir auch noch mit den Leuten reden im Pokémon Center. Das machen wir dann nach der Arena. Da wollten wir uns eh nochmal in Erzlingen umgucken. Also, den stellen wir mal erstmal in die Spitze. So, was kannst du eigentlich? Kampf, ja, Typkampf, das war klar. Fußkick. Okay, was noch ein bisschen drin, vielleicht noch eine Attacke, das ist. Ja, vielleicht haben wir mit dem eine Chance. Ist nicht Wasser, ist nicht Pflanze, aber eventuell.
ein bisschen Training im hohen Gras, ein, zwei Level noch hier hochbringen. Und dann können wir den gleich in der Arena einsetzen. Wir trainieren halt bei den... Jetzt hier ein bisschen... Oh, Kleinstein, sehr effektiv. Okay, so wissen wir. Sehr gut, wollen wir gleich mal bei dem Trainer in der Arena trainieren. Okay, sehr gut. Takiro, du bist hier unser Rezept für den Sieg in der Arena. Dich brauchen wir. Okay, ein Level würde ich den gerne noch bringen, wo wir reingehen. Fußkick. Ja, da hilft auch die Steinpolitur nichts. Aha, das war nicht sehr effektiv. Das hat nicht sehr reingehauen. Also effektiv war das, aber hat nicht geklappt. Sandsturm. Müssen wir dreimal angreifen. Der Kiro ist aber trotzdem ein sehr guter. Ich mache oder später machen wir mal, das will ich schon, also das ist schon, ja, die wollte ich ohnehin im Team haben. Das wird definitiv ein nützliches Mitglied werden. Levelaufstieg, der wird später schmettern wie nix. Das ist also das machen wir mal. Wie hieß die Endentwicklung, das ist mit den vier Armen, mit den sechs Armen. Meine ich. Das wird OP, das ist einfach das eine Entwicklung. Das haut alles platt. Scheinungs wird auch in der Entwicklung echt nicht übel. Staralli auch und Panferno, das also wir bisher mit den Pokémon, die wir haben, dann in der Entwicklung haben wir schon ein Top-Team, das wird schon. Das wird schon Kanone. Krass Kanone wird das sein. Jetzt momentan, ja, nicht so unbedingt, aber... Und vorbei mogeln tun wir uns hier nicht. Kleinstein. Jetzt haben wir, glaube ich, den... Jetzt haben wir den hoffentlich an erster Stelle. Takiro, ja. Jetzt hau drauf. Oder kick drauf. Mach's alle. Oh, Vergeltung haben wir auch. Na dann, Vergelte, das, was uns nicht passiert ist. Was wir nie gemacht haben. Vergeltung stark. Oha. Und noch Fußkick hinterher. Und das war's mit Kleinstein. Raches Blutwurst. Takiro, ich Level 9. Janos wurde besiegt. Jetzt verstehe ich, wieso du extra mit mir kämpfen wolltest. Du gewinnst 440 Pokémon und dann gehst du krass im Kampf gegen Janos hervor. Ja, wir könnten hier die auch umgehen. Wir könnten ja so zack, zack, oben hoch und hier den Trainer umgehen. Aber das ist ja jetzt das ist nicht Sinn der Sache. Gegen dich kämpfe ich noch. Das muss sein. Nur Trainer mit einer Siegermentalität wagen sich in diese Pokémon-Arena. Naja. Zwei Pokémon da, Knirps, Raphael. Los, Kleinstein. Los, Takiro. Nur nötig müssen wir Tränke ansetzen, die brauchen wir. Fußkick. Oha. Na, Tekke bringt ja auch nicht viel. Vergeltung. Vergelte, was auch immer passiert ist. Man weiß es nicht, was hier vergeltet wird. Maria erreicht Level 10. Sehr schön. Ist gleich keine mehr unter 10. Ist keine mehr im Einstiegenbereich. Takiro noch. Oh, nix. Kannst du auch gleich mal austesten, was du da kannst.
erstmal einen Trank. Ein Trank dürfte reichen. Super Trank brauchen wir noch nicht. So, Katapult. Katapult ist ein echt cooles Magazin. Gibt es eine Zeitschrift, die das ist, um jetzt Werbung machen zu wollen. Hat mich bloß gerade irgendwie daran erinnert. Ja, hau rein. Es ist halt einfach voll hoffnungslos jetzt mit Marolo. Der macht Platz. So, der Weg zum Arena ist gebahnt. Level 10 für Takiro. Sehr schön. Level 12 für Kirikos. So mit einem Team. Level 12, Level 12, Level 10, Level 10. Das ist, ja, sind im zweistelligen Bereich angekommen. Jetzt können wir